auf jeden Fall extrem gut. Wir haben alle 110% gegeben von der ersten Minute an. In der ersten Halbzeit hätten wir das Spiel natürlich, sage ich jetzt mal, etwas eher entscheiden können sogar für uns, obwohl wir der vermeintlich schlechtere waren. Also wir hätten ruhig schon 3-4-0 in Führung gehen können in der ersten Halbzeit, aber gut. Ist auch keine Gurkentruppe, gegen die wir gespielt haben. Das war Adler Riemke, war der haushohe Favorit heute. Und ich denke, das haben wir einfach nur mit 100% Kampf wettgemacht. Und somit haben wir am Ende auch gewonnen. Und wie ich finde, auch verdient gewonnen. Der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Und so haben wir sie einfach weggehauen. Wir haben in der ersten Halbzeit ein bisschen verschlafen, muss man ganz ehrlich sagen. Sind verdient, in Rückstand geraten. 2-0 war auch vollkommen okay. Haben in der Halbzeit ein bisschen umgestellt, auch taktisch ein bisschen was verändert. Und dann würde ich sagen, ging es einigermaßen. Also auch die Hereinnahmen, klar, haben die uns dann geholfen. Aber ich glaube einfach, dass die erste Halbzeit wir das vollkommen verschlafen haben. Nein, hält nicht. Also im Elfmeterschießen hat sich das Spiel zwar entschieden, aber im Endeffekt haben wir unsere Leistung in den 90 Minuten gebracht und im Elfmeterschießen haben wir nichts zu verlieren gehabt, das ist das Positive. Ja. Wir konnten da nur als Sieger rausgehen und ich denke, das war in diesem Fall auch unser Glück gewesen, weil wir haben nichts zu verlieren gehabt im Gegensatz zu Adler Riemke. Wir waren nicht der Favorit, wir waren der Underdog und wenn man so weit kommt bis ins Elfmeterschießen, dann hat man nichts zu verlieren. Von daher waren wir, glaube ich, auch die etwas ruhigeren und bei den Elfmetern, da kann man nicht viel mehr machen als einfach zu raten, die Ecke. Man hat sie natürlich so ein bisschen verladen dann am Ende, aber da gehört dann einfach Glück dazu. Also die Leistung haben wir in den 90 Minuten gebracht und nicht im Elfmeterschießen. Also im Elfmeterschießen kannst du mal rausfliegen, gar keine Frage. Jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir in der Liga wieder rangehen. Jetzt müssen wir da die Punkte holen und ich glaube, das ist auch unser Ziel. Also abhaken, weitermachen und was anderes können wir jetzt eh nicht machen. Das wird auch langsam echt Zeit. Das müssen wir auf jeden Fall. Klar, wenn wir so spielen wie heute in der Liga, dann haben wir nicht mehr viel zu verlieren. Dann werden wir die nächsten Spiele auf jeden Fall gut abschneiden, denke ich. Nicht so wie die letzten Spiele. Wir sind schlecht in die Saison gestartet, muss man ganz einfach sagen. Und wir stehen auch sehr schlecht da momentan. Und ich hoffe, dass das Spiel heute einiges für uns gebracht hat. Auch für uns als Mannschaft, für uns persönlich im fußballerischen Bereich müssen wir einfach genauso spielen wie heute im Pokal. Man muss einfach kämpfen und das können wir gut. Das haben wir heute gezeigt. Und genauso müssen wir auch in die Liga starten.